Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Metroid Prime. Oh, und dann wollen wir direkt mal das Shozo-Artefakt einsammeln. Ja, schön, Shozo-Artefakt gehalten. Dies ist das Artefakt der Shozo, das siebte von insgesamt 12. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Dann müssen wir hier wieder raus. Oh, das eine Artefakt habe ich ja aus Durchpaddeligkeit vergessen. Wenn wir jetzt direkt als nächstes einsammeln. Mal gucken, wie ich da am schnellsten hinkomme. Und das letzte, ich weiß nicht genau, wo es sein soll, aber ich weiß, dass es in der Eiswüste ist. Und dort werden wir uns dann auch direkt als nächstes aufmachen. Um dann schnellstmöglich mal wieder weiterzukommen. Also wir wissen jetzt definitiv, die Shozo-Artefakte müssen wir finden. Ja. Hier muss ich lang. So. Auf da! Ich will hier raus! Morphball-Aktion hier und tschüss. So. So, wie kommen wir denn da am schnellsten hin? Transporter zur östlichen. Ne, zu den Phasenminen wollen wir nicht. Müssten wir hier auch wieder den ganzen Weg durchlaufen. Ich versuche mal durch den Transporter und durch die. Ja. Dürften dann die Schoßruinen sein. Dürften wir, glaube ich, ein bisschen schneller sein. Ja, und dann. Ja, dann geht's auch schon wieder weiter. Dann müssen wir mal gucken, wie wir uns dann weiter bewegen. Dann geht's ja auch schon Richtung Endboss. So ganz langsam. Jetzt sind wir hier. Bringt mich denn der Transporter hin? Der bringt mich. Talon Oberwelt. Das klingt doch schon mal ganz gut. Da wollen wir ja schließlich auch hin. Na komm mal auf da. Aufmachen! Speichern brauchen wir nicht. Energie haben wir auch genug. Dann müssen wir einfach nur noch gucken, wie wir jetzt weiterkommen. Ich hoffe, dass ich dann das letzte Artefakt auch schnellstmöglich finde. Weil so viel kommt dann gar nicht mehr. Wir sind jetzt schon kurz vor Ende. Farek. Weg mit euch. Oh, guck mal, sogar voll Energie jetzt. Ja, immer dieses Beam wechseln für die Türen. Keinen großen Hehl draus. Einfach schnell durch und fertig. So, hier sind wir. Dann sind wir doch schon fast da, wo ich hin wollte. Durch hier. Komm, geht mir nicht auf den Keks. Tür treffen, Dankeschön. Dann sind wir jetzt an unserem Raumschiff. Ja, und ich habe mich festgepackt. Samus, wo springst du denn wieder hin heute? Sind wir auch schon so gut wie da. Jetzt unser Raumschiff als kleine Abkürzung.
Nein. Wo war das denn nochmal? Ach, da drüben, andere Seite. Zorko, wo läufst du wieder hin? Nur Umwege machst du, nur Umwege. Let's Play unnötig in die Länge ziehen. Nee, nee, nee. Dann sind wir jetzt auch gleich da. Dann müssen wir nur noch gucken wegen dem letzten Artefakt. Wie konnte ich ehrlich beim letzten Mal so dämlich sein? Das Artefakt einfach liegen gelassen. Ja, hier müssen wir später hin, wenn wir alle Artefakte haben. Nee. Aufmachen! Jetzt mach schon die Tür auf, verdammt nochmal! Komm schon! Wir dann auch schon. Shosos Artefakt erhalten. Dies ist das Artefakt der Wahrheit. Nun lassen sich die hier stehenden Gedenksteine scannen, um Hinweise zu den restlichen 11 Artefakten zu erhalten. Zusammengefügt eröffnen sie einen Zugang zum Krater. Und da fehlt uns dann noch nur eins. Ich habe beim letzten Mal einfach. Nö. Gucken wir mal kurz. Nein, falsch. Das Artefakt der Chozo wurde zurückgebracht. Die Kraft der Gedanken wurde wiederhergestellt. Das Artefakt der Sonne wurde zurückgebracht. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbankbereich Artefakte vorgenommen. Die Übersetzung der Inschrift, das Gedenksteines am Rande Fendranas ist ein Siegel. Eine eisige Schlucht zu finden. Eine verborgene Eingang hoch oben führt zum Artefakt des Geistes. Ein eisiger Krater und hoch oben. Dürfte dann aber auch das einzigste gewesen sein, ne? Die anderen. Das Artefakt der Neugeborenen. Gut, dann wollen wir uns mal dorthin begeben. Machen hier gerade Pinball. Metroid Pinball. Oh, das Spiel gibt's ja wirklich. Oh, ein paar Raketen können wir noch gebrauchen. Auf da. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten? Hier Transporter zur westlichen Schurzruine. Höhlen von Markmoor. Schurzruine.
Transporter zu den Faserminen. Nee, da wollen wir überall nicht hin. Dann werden wir, glaube ich, zuerst mal wieder in die Höhlen von Magmum müssen. Das ist jetzt der einzigste Weg, den ich jetzt auf der Schnelle finden würde. So, auf da! Und geht jetzt zuerst zu den Ruinen der Shosus. Von dort aus weiß ich nicht, ob wir direkt einen Transporter haben. Muss ich dann gleich nochmal auf der Karte gucken, ansonsten wirklich erst in die Höhlen von Magmor und Donnoch in die Eiswüste. Oh, wir haben hier Transporter. Talon Oberwelt, nein, da wollen wir nicht hin, auch nicht. Und Talon Oberwelt. Zu den Höhlen von Magmor, ja. Dann müssen wir da tatsächlich zuerst hin. Missiles gekriegt. Ach, ihr Klaften. Auf da. Ach, geht auf. Ein bisschen abkürzen. Ach, das wird jetzt ein langer Weg. Ich hätte viel früher mich mal wegen den Artefakten informieren müssen. Tut mir leid, Leute, aber naja. Was soll ich dazu noch sagen? Ich hab's halt verplant. Diese kleinen Insekten, die waren im Metroid, in Super Metroid, relativ wichtig. Hier überhaupt nicht. Das bisschen, was die auffällen. Naja. Ja. Wir sind noch richtig. Bringen wir mal hoch, Scotty hier. Beam me up. In die Höhlen von Magmor, um dann endlich dahin zu kommen, wo wir hinwollen. In der Zwischenzeit schon mal einen kurzen Schluck eingießen schon mal. So, entschuldigt bitte. So, direkt weiter hier. Einmal mit dich runterfallen lassen. Perfekt. Oh. Ihr nervt noch nicht mal mehr. Ja, müsst halt nehmen noch mit. Warum nicht? Ich kann man immer noch nur mit Raketen besiegen. Ach, das war doch mal. So, geh mir mal bitte aus dem Weg. Dankeschön. Das bisschen Energie, was wir verloren haben, haben wir auch schon wieder. Schön. Uah! Da wollte ich eigentlich nicht lang. Puh, Glück gehabt. Einmal kurz gucken, aber. Ah, falsche Taste. Ich glaube, wir müssen hier hin, ne? Transporter zum Eiswüste. Genau, da wollen wir hin. Ach, die doofen Türen, ey. Als wenn der Abschnitt jedes Mal erst geladen werden muss.
Nö, mit euch will ich gerade nicht spielen. Ach, wie wenig Schaden die nur noch machen. Oh, aufmachen da. Na komm, weg mit dir. Einer müsste ja noch da sein. Ach, der ist hinter mir. Na denn! Schon wieder hinter mir. Echt, verzisch dich doch mal. So, den Energietank hier haben wir auch geholt. Energietanks müssten wir alle haben. Wie viele haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ja, 12 ist ja das Maximum, also haben wir alle. Leider haben wir nur alle Energietanks. Raketen gibt es, glaube ich, wieder 250. Da fehlen uns noch einige. Powerbomben weiß ich leider nicht, wie viele es gibt. Aber uns fehlt auf jeden Fall noch einiges für die 100%. Aber ich glaube auch nicht mehr dran, dass wir die kriegen. Ich bin froh, wenn wir das Spiel durchschaffen. Könnte auch einige Anläufe. Ich habe das. Ist auch jetzt das erste Mal, dass ich das wirklich komplett durchspiele dann. Dann kam immer irgendwas dazwischen. Dann wollte man wieder neu anfangen. Und. So, eine tiefe Klippe. Hier schon mal nicht. Kluft, das könnte es sein. Das ist noch irgendwo eine Klippe. Ja, nicht so wirklich, ne? Hier ist Eis. Oh, nö. Sonst fällt mir nichts mehr ein. So. Ein aufgeladener Schuss und du bist weg. Für euch brauche ich auch keine Missiles mehr. Gott sei Dank. So, wo war das denn jetzt? Wir müssen... Nee. Hier drüben rein. Dann müssen wir noch eine Etage höher. Lässt du mich jetzt mal durch hier? Naja, auf euch habe ich auch keine Lust. Das dauert mir alles ein bisschen zu lange jetzt. So, dann müssen wir mal... Wo ist das denn, wenn es hier überhaupt ist? Und da komme ich nicht mehr hin. Das heißt, einmal kurz auf bei mir. Können wir uns ja hier mal... Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... drauflaufen. Da komme ich auch nicht mehr hin.
jetzt andersfarbig ist für die andere Seite, muss ich auch nicht verstehen. Dass du hier Fische siehst, ich sehe nicht einen einzigen. Gut. Ja, gut, dann wüsste ich erstmal auch nicht, wo wir lang müssen. Ich werde noch mal kurz nachgucken und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part. Bis dahin, ciao.